Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich war ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zu. Das, was ich will, bist du. Dass man bei der Hitze, es waren immerhin über 30 Grad, auch noch freiwillig die 12 Kilometer mit dem Rad zum Freibad fuhr, immer bergauf, das grenzt überhaupt schon an Wahnsinn. Aber ein Mofa besaß ich nicht und in unserer ländlichen Eifelgegend fuhr am Nachmittag kein Bus. Nur morgens einer hin und abends einer zurück in die Stadt. Wir mussten nur noch einen steilen Berg hinauf, die Fahrräder konnten wir nur schieben. Dabei suchten wir den Schatten der Bäume, während der Gurt der umgehängten Adidas-Tasche in meine Schulter einschnitt. In ihr schleppte ich immer und überall meinen ITT-Kassettenrekorder und eine Menge selbst aufgenommener Kassetten mit. Denn Musik musste man immer dabei haben. Judith und ich liefen zu den Umkleidekabinen, wo ein paar Jungs Unsinn anstellten und Mädels hinterher spionierten. Nur Bomber hatte eine auffällige Angewohnheit im Freibad. Meist verschwand er mehrmals an einem Nachmittag in den Umkleidekabinen, obwohl er längst umgezogen war, und kam auch wieder in derselben Badehose zurück. Manchmal freudestrahlend, manchmal leicht verstört. Ich fand das bereits seit längerer Zeit sehr rätselhaft. Und es war endlich an der Zeit, dieser Sache nachzugehen. Somit ging ich Bombe unauffällig hinterher. Ich bin im unsicheren Abstand zu Bombe geblieben. Er ging nicht direkt in eine der Kabinen, sondern sondierte zuvor die Lage und beobachtete, wo er hinging. Als ein Mitreißer kräftig gebaut, ich glaube es war jemand vom örtlichen Schwimmverein, kam, um sich in einer der Kabinen umzuziehen, spurtete Bombe mit seinen kurzen Beinen und dem kugelförmigen Körper in die freistehende Nebenkabine. Eine gefährliche Angelegenheit bei den nassen Fliesen und Körper und Bombes Körperbau. Erst ein paar Minuten später, nachdem der Kabinennachbar bereits fertig umgezogen und gegangen war, kam er wieder aus der Kabine heraus. Sichtlich guter Dinge marschierte Bombe, der mich nicht entdeckte, aus der Umkleide zu den anderen. Aber was hatte er bloß in der Kabine gemacht? Nachdem Bombe aus dem Blickfeld war, ging ich unauffällig in die Kabine, in der er scheinbar eine gute Zeit gehabt hatte. Im ersten Moment hatte ich da nichts Auffälliges gesehen. Doch dann fiel mir ein weißer Punkt auf 1 Meter Höhe an der orangefarbenen Wand ins Auge. Dieser Punkt bestand aus einem Stückchen Papiertaschentuch und hatte die Funktion einer Lochfüllung. In der Kabinenwand war ein 5 mm großes Loch, ein Guckloch. Hatte Bombe hier etwa tatsächlich jungen Männern heimlich beim Umziehen zugeschaut? In diesem Moment klackte die Kabinentür neben mir und jemand kam zum Umziehen. Ich musste kurz durchatmen, wartete einen kleinen Moment, bis ein nasses Badeteil in der Nachbarkabine auf den Fliesenboden klatschte. Eine richtige Recherche verlangte danach, dass ich dieses Guckloch genau inspizieren musste und einen Blick hindurchwarf. Beim Warten auf meine Freundin entdeckte ich, dass im Zaun hinter den Umkleiden ein Loch war. Interessant, dachte ich. Dann liefen wir zum Schwimmbecken und sprangen ins Wasser. Es war saukalt. Da wir Mädels es selbst bei den heißen Temperaturen nicht lange im kühlen Nass aushalten konnten, wärmten wir uns am Beckenrand auf den Steinfliesen, die von der Sonne aufgeheizt waren. Thomas und Simone gehen miteinander, klärte mich Judith auf. Mit einem Blick in unsere Liegeecke sah ich, dass die beiden knutschten. Seit wann? Wollte ich wissen. Seit eben, glaub ich. If you do exist, honey, don't resist. Show me a new way of loving. Tell me that it's true. Show me what you do. I feel something special about you. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how the real thing can be. Ich schloss genießend die Augen und nahm den Geruch wahr.
Ein Mix aus Sonnencreme, Bastmatte, Andreas Aftershave, Biancas My Melody Parfüm, dem Chlorwasser und dem Frittenfett aus dem Kiosk. Unter Hunderten von Gerüchen würde ich garantiert diesen mit geschlossenen Augen als Freibadgeruch identifizieren können. Als ich erwachte, lag Andreas ganz nah neben mir und schaute mich an. Ich blinzelte und lächelte ihn an. Du siehst schön aus, wenn du schläfst, sagte er grinsend zu mir. Nur wenn ich schlafe? Nein, auch sonst, manchmal. Hast du Lust, mal was Verrücktes anzustellen? Wagte ich ihn zu fragen. Andreas war ganz Ohr. Ja, kommt drauf an, was denn? Na, ein Vollmondbad hier ganz allein? Andreas schaute mich mit seinen braunen Augen ziemlich überrascht an. Wie willst du das denn schaffen? Lass dich überraschen. Bist du nun dabei oder nicht? Fragte ich ihn herausfordernd und wusste bereits die Antwort. Im Röggel zur Wand spaßend und jede Nacht voll ruhig, ein bisschen Verstand hastend, total von der Rolle, wo ich das Schlimmste war, als mir, als du mich endlich registrierst, entsetzlich klar wurde, dass es jetzt oder nie mit uns zwei passiert. Mensch, war ich nervös, als du mich, die alles hier sagt, hektisch. Trotzdem erlöst, als du mich mit Trikots gelacht und dich für mich interessiert hättest, für all den Stuss, der aus mir kommt, für all den Laber, den ich gebracht habe, weil die Chance so plötzlich kam. Du kannst zaubern wie den Mann, die Karte lädt. Irgendwas du jetzt, muss es sein. Jeder andere hätte gesagt, es ist zu spät. Der Typ ist fertig. Der Typ, der kriegst du wirklich nicht einmal hin. Ich rätsel ja heute immer noch, welche Sachen wahr sind. Aber ich glaube, die Story ist wirklich wahr. Das kann ich mir total gut von ihm vorstellen, dass er da in der Umkleidekabine gestanden hat und durch dieses Loch geguckt hat. Regine, ich habe das jetzt so oft vorgelesen. Ich weiß es selbst gar nicht mehr, was wahr ist oder was nicht wahr ist. Das war schon so. Okay. Samstagabend. Ich lag mit meiner neuen Levi's 501 Jeans in der Badewanne, damit sie so richtig schön einlief und hauteng anlag. Dazu musste ich etwa 20 Minuten in der heißen Badewanne aushalten. Ein Glas Rotwein trug zur Entspannung bei. Ich liebte es, in dem fast unerträglich heißen Badewasser zu liegen und unter Schaumbergen zu verschwinden. Ich hing meinen Gedanken nach. Simone hatte die Sache mit den Stonewashed Jeans auch mal ausprobiert, so wie es der smarte dunkelhaarige Typ in der Levis-Werbung im Wasserraum tat. Die grauen Steine, die sie vor der Haustüre gesammelt und mit ihrer Blue Jeans in die Waschmaschine geworfen hatte, um sie zusammen zu waschen, zeigten Wirkung. Zwar nicht auf das Kleidungsstück, aber auf die Waschmaschine. Der Waschmaschinenmonteur rückte Montagmorgen um 8.30 Uhr an, nachdem Simones Mutter nach drei Schweigetagen das erste Mal wieder mit ihrer Tochter ein Wort wechselte. Der Effekt war übrigens, dass Simones Hose danach so aussah wie vorher, jedenfalls ohne ausgewaschene Stellen. Every move you make and every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you.
I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Wenn eine neue Mail von ihm ankam und er hatte wieder ein Kapitel geschrieben, bin ich an den Computer, habe das ausgedruckt und ganz neugierig gelesen. Und dann kamen immer diese tollen Geschichten. Und wir hatten eigentlich einen Zeitplan, wollten immer so in der Woche ein Kapitel schreiben. Aber weil das so interessant war und wir nachher so hin und her uns die Bälle zugespielt haben, ging das alles wesentlich schneller und es war jedes Mal interessant, wie sich das Ganze entwickelte und wie die Geschichte weitergeht. Und oft habe ich von ihm dann so ein Kapitel gelesen und habe dann gedacht, ja, das ist das Stichwort, da weißt du jetzt auch was zu schreiben, genau zu dem Thema. Und so hat sich die Geschichte dann weiterentwickelt. Ich hatte keine große Lust auf eine aufwendige Kostümierung und beließ es bei einem simplen und einfallslosen Piratenoutfit. Semmel kam in einem Panzerknacker-Kostüm, Uli wie jedes Jahr als Indianerhäuptling verkleidet, Jochen ging als Nonne und Bombe schoss mit seinem Kostüm den Vogel ab. Bombe kam tatsächlich als die Fliege Puck von Biene Maja. Sah er ohne Verkleidung bereits aus wie eine Kugel, auf die man eine weitere kleine Kugel oben drauf gesetzt hatte, betonte er seine rundlichen Proportionen mit dieser Verkleidung um ein Vielfaches und mit seinen schwarzen Cowboystiefeln setzte er sein schrilles Highlight. Bombe sorgte für Aufsehen. So großes Aufsehen, dass er das Preisgeld in Höhe von 100 D-Mark für die Einzelmaske an diesem Abend gewann. Und wir alle fanden absolut zu Recht. Bombe war einfach ein großes Schautalent. Nein, ist mein ganzes Herz, du bist mein Heimatschmerz. Wir werden die Riesen sein und wird die Welt zu klein. Noch lauter. Nein, ist mein ganzes Herz, du bist mein Heimatschmerz. Wir werden die Riesen sein und wird die Welt zu klein. Bombe ging in die Telefonzelle, gab uns ein Zeichen, ruhig zu sein und stellte seinen rechten Fuß so zwischen die Türe der Telefonzelle, dass wir mithören konnten. Was hatte er vor? Er nahm kein Kleingeld aus der Tasche und wählte einfach die 110. Der Rest von uns hielt den Atem an. Spinnt der jetzt total, dachte ich einen Moment. Werner Breitbach von der Kreispolizeistation hier, kam eine tiefe Stimme aus der Hörmuschel. Wagner, Frau Wagner hier, piepste Bombe leicht stotternd und mit verstellter Stimme in den Hörer. Ja, was können wir für Sie tun, Frau Wagner? Sie wissen, dass Sie die Polizei angerufen haben, klang es bestimmt von der anderen Seite. Ach, das weiß ich doch, junger Mann, sagte die Fliege Puck. Sie müssen ganz schnell einen Polizeiwagen vorbeischicken. Mir ist ein klitzekleines Missgeschick passiert. Ich bin beim Ausparken gegen einen roten Passat-Kombi gefahren und diese hat dann eine Straßenlaterne gerammt. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Beim Passat blinkt seitdem der rechte Blinker und die Straßenlaterne leuchtet nicht mehr. Ahmte Bombe die aufgeregte Stimme einer älteren Dame nach. Das ist gut und richtig, dass Sie die Polizei angerufen haben. Bleiben Sie ganz ruhig. Wo sind Sie denn jetzt? Fragte der Polizist. Bombe gab eine Adresse an, die ungefähr 30 Kilometer in der Gegenrichtung unserer Heimatadresse war. Damals gab es nur ein Polizeiauto, welches im Landkreis Nachtdienst hatte. Und somit war genau dieser Wagen ab diesem Moment im Einsatz. Nachdem das Gespräch zwischen Bombe und der Polizei beendet war, kam er aus der Telefonzelle und sagte zu Uli, komm, wir können jetzt losfahren, wir haben freie Bahn.
Uli schaute Bombe verdutzt an. Ich kann kaum gerade ausschauen, geschweige denn fahren, seufzte er. Es dauerte keine weiteren 5 Minuten und gemeinsam überzeugten wir Uli von einer gemeinsamen Fahrt mit dem VW-Bus. Uli am Steuer, Semmel im Panzerknacker-Outfit saß an der offenen Schiebetür und kontrollierte bei Schrittgeschwindigkeit, dass wir auf der Straße blieben und nicht von der Fahrbahn abkamen. Die Fliege Puck regelte die Sichtkontrolle nach vorne und gab die restlichen Fahranweisungen. Die Nonne Jochen und ich, der Pirat, saßen hinten auf der Rückbank und machten Witze über unseren Indianer am Steuer. Natürlich ging es im Schneckentempo voran und wahrscheinlich wären wir zu Fuß nicht viel langsamer gewesen. Doch im Bus war es kuschelig warm und es macht uns große Freude, der Polizeistreife ein Schnippchen geschlagen zu haben. Ich will mich nicht verändern, um dir zu imponieren. Will nicht den ganzen Abend Probleme diskutieren. Aber eines gebe ich zu, das, was ich will, bist du. Ich will nichts garantieren, was ich nicht halten kann. Will mit dir was erleben, besser gleich als irgendwann. Und ich gebe offen zu, das, was ich will, bist du. Ohne dich lauf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruhe, das, was ich will, bist du. Ohne dich lauf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruhe, das, was ich will, bist du. Ich will nicht alles sagen, will nicht so viel erklären. Will nicht den ganzen Abend und den Augenblick zerstören. Doch eines gebe ich zu, das, was ich will, bist du. Ich will auch nichts erzählen, was dich eh nicht interessiert. Will mit dir was erleben, was uns beide interessiert. Und eines gebe ich zu, das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komm ich heute nicht zu, das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komm ich heute nicht zu, das, was ich will, bist du. Regine Brühl und Stefan Falk nach erfolgreicher Kreideherzlesung in der Stadtbücherei Erfstadt. Wie hat es euch gefallen? Seid ihr zufrieden mit dem heutigen Abend? Ganz tolle Lesung, tolle Veranstaltung, tolles Publikum, schöne Location, tolles Team vor Ort. Fantastisch. Wie oft habt ihr Kreideherz schon zusammen gelesen? 8 oder 9 Mal. Ja. Und ihr habt das immer an verschiedenen Orten gemacht, nicht? Das ist jetzt das erste Mal in der Bücherei. Das ist jetzt das erste Mal in der Bücherei. Ja. Wie kamt ihr überhaupt auf die Idee, zusammen einen Roman zu schreiben? Wir haben zusammen Silvester gefeiert mit ein paar Leuten und es lief Kaylee von Marillion und Stefan saß neben mir und sagte zu mir, sag mal, du kennst dich doch so gut aus mit den 80er-Jahre-Songs und ich auch, sollen wir nicht mal einen Roman über die 80er schreiben? Vielleicht so ein Roadmovie oder ein Musikroman, wo zu zwei sich so kennenlernen, Mädchen, Junge. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir angefangen. Das war die Idee, wir schreiben ja beide fürs Endlich Eifel-Magazin und wir dachten, das wäre eine schöne Geschichte aus zwei Perspektiven, einmal aus Jungs-Perspektive und einmal aus Mädels-Perspektive, eine Love-Story aus den 80ern zu schreiben mit den tollen Geschichten, die wir alle, zumindest wir Kinder der 80er, erlebt haben. Und natürlich im Wechsel, damit die Jungs was mitzufiebern haben, aber die Mädels auch. Und damit man auch mal sieht, wie hatten der andere das so erlebt in der Zeit. Das war auch interessant.
Also für mich dann zu sehen, was die Jungs so gemacht haben, wie die gedacht haben, ja, dieses, ne, was passiert, wenn ich das Mädel anspreche oder nicht. Ja, und überhaupt, wie auch die Kommunikation sich verändert hat. Ne? Genau. Das war, ja. 18, das war ja ganz, ganz anders, jemanden kennenzulernen. Ja. Ne? Digital gab es ja nicht. Ne? Genau. Da musste man wirklich jemanden ansprechen. Da musste man noch Mut haben. Da musste man wirklich Mut haben, ja. Oder sich Mut andringen. Mhm. Genau. Wie war das dann technisch für euch beide? Also jeder hat seinen Part geschrieben, ihr habt euch zwischendurch eure Ergebnisse zukommen lassen? Das war überhaupt nicht 80er Jahre lang. Nämlich wir haben das alles digital gemacht, per E-Mail. Einer von uns hat ein Kapitel geschrieben, das dem anderen geschickt und dann war der andere wieder in der Reihe, das Folgekapitel zu schreiben. Und so hat sich die Story aufgebaut und es hat uns so Freude gemacht, dass wir viel schneller fertig waren als der Zeitplan, den wir uns vorgegeben haben. Super. Die Geschichte hat sich dadurch eigentlich auch entwickelt. Wir hatten zwar ein paar Eckpunkte, wir wussten, das wollten wir beschreiben, aber wie die Geschichte sich dann entwickelte, das hat sich so ergeben beim Schreiben. Und das hat auch Spaß gemacht. Ja. Man hat sich immer gefreut, dass auf das Kapitel vom anderen, ja, wenn das kam, zu lesen. Weißt du, jetzt, wie hat der das denn gesehen? Wie hat das denn weiter gestrickt? Ja? Was kann jetzt bei meinem Protagonisten passieren? Mhm. Und es sind so viele Sachen entstanden, dass wir auch Material für den zweiten Band haben. Und so ist der erste Roman, also der erste Band auch geschrieben. Das Ende ist ein bisschen offen. Da kann noch was nachkommen. Habt ihr vor, noch einen zweiten Band zu schreiben? Ja. Okay. Mhm. Und die Musik spielt bei euch eine wichtige Rolle. Habt ihr das von vornherein geplant? Auch so? Ja, das war klar, dass die Musik auch im Vordergrund steht, dass die auch in jedem Kapitel eine Rolle spielen sollte und auch die Songs, mit denen wir halt groß geworden sind in der Zeit, dass die auch wieder auftauchen mussten. Mhm. Das war klar. Mhm. Ja. Das ist ja dann eine super schöne Umsetzung mit der Lesung mit Live-Musik dabei. Waren die Musiker bei allen Lesungen bei euch dabei? Wir haben eine Lesung gemacht ohne Musiker. Das war im katholischen Pfarrheim und ich glaube irgendwo in der Osteifel. Das war auch schön, war auch eine tolle Veranstaltung, aber man merkt, dass die Musik nochmal eine ganz andere Ebene anspricht und die Emotionen nochmal ganz anders spielen lässt. Ne? Insofern, wir finden, das ist eine also der Roman bietet das auch förmlich an, das mit Musik zu machen. Wir haben auch schon eine ganze Radiosendung dazu mal gemacht, wo wir einfach eine Stunde Radio gemacht haben und mehrere Kapitel genommen haben und dann die Musikstücke dazu gespielt haben. Das bietet ja förmlich auf jeden Fall, ja. Diese Geschichte an. Aha, geht gar nicht ohne Musik. Das heißt, als ihr die Lesungen konzipiert habt, hattet ihr die beiden direkt im Kopf, habt gesagt, wir haben Live-Musik mit dabei? Ja, wir hatten gedacht, gut, da kann er Gesang und Gitarre dazu. Was auch immer. Und Kate Bush, haben die sich jetzt gegründet? Bait Kusch, nur für euch? Oder ja, machen die haben sonst sich nur für uns Musik? Gegründet und die hatten halt keinen Namen. Und da haben wir überlegt, abends mal, ich glaube, das war im Sommer bei uns im Garten. Und da habe ich gedacht, Bait Kusch ist eigentlich ein guter Name. Ja. Das war geklattert, der von ihm. Und fand ich besser als Einzelnamen zu nehmen. Ja. Irgendjemand hat dann auch mal auf Facebook aus Versehen das umgekehrt geschrieben, dass wird Kate Bush irgendwo kommen. Spielen. Das war aber auch schöner Verdreher. Ja, haben wir gedacht, jetzt kommen dann womöglich noch viel mehr Leute, weil Kate Bush kommt. erzählt uns doch, ihr könnt jetzt noch mal ein bisschen Werbung machen, für was es von euch noch zu lesen gibt, womit wir euch vielleicht demnächst auch noch erleben dürfen. Ja, also was es immer gibt, sind unsere endlich Eifel-Bugazine, wo Regine ja mit zum Autorenteam gehört und auch regelmäßig schreibt, die auch regelmäßig erscheinen. Dann hat die Kollegin ja gerade einen zweiten Krimi veröffentlicht. Ja. Und wunderschönes Buch, ein toller Krimi. Ich bin eigentlich kein Krimileser, habe es aber innerhalb von 2,5 Tagen gelesen. Sehr historisch, toll recherchiert. Und ganz anderes Genre als das, was wir mit Kreideherz machen. Ja, und dann wird es irgendwann auch im kommenden Jahr dann auch einen zweiten Band zu Kreideherz geben. Mhm. Ja. Da habt ihr euch jetzt weniger Zeit gegeben für den zweiten Band. Ja, jetzt wisst ihr, jetzt läuft's und dann der ist dann nächstes Jahr. Wir haben so gesagt, wir fangen dann mit dem Herbst an. Und es gibt jetzt auch noch jede Menge Lesungen mit meinem neuen Krimi. Das Geheimnis der klingenden Messer. Und wir schreiben auch noch an anderen Projekten und dann haben wir gesagt, ab Herbst in etwa haben wir wieder Zeit, uns dann zusammenzusetzen und zu überlegen, wie das mit Band 2 weitergeht. Prima, wir freuen uns sehr und hoffen, es gibt dann wieder so eine schöne Lesung. Gerne wieder mit Musik. Sehr gerne. Ja, auf alle Fälle.
sagen danke für die nette Lesung, für das interessante Interview. Wir sagen Dank an euch für die tolle Veranstaltung, dass wir hier lesen und musizieren durften. Genau. Gut. Dankeschön. Dann alles Gute, bis das nächste Mal. Danke, tschüss. Danke. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich weich ich heute Nacht nicht ein, ohne dich komm ich heute nicht zu, das was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich weich ich heute Nacht nicht ein, ohne dich komm ich heute nicht zu, das was ich will, bist du.